Mit der neuen Bauordnung haben wir in Wien nun mal die Situation, dass für alle Gebäude, neu errichtete Gebäude, die nicht im Wohnbereich sind, also keine Wohnhäuser sind, eine Solarverpflichtung vorliegt. Das heißt, für jede Grundfläche von 100 Quadratmeter muss ein kW installierte Leistung im Gebäude dazukommen. Der Weg, den wir jetzt gehen, ist für ein Energieversorgungsunternehmen in der Tat ein neuer, nur Wege entstehen nur dann, bekannterweise, wenn man sie geht. Der Grund war der, dass wir klar gesehen haben, dass die Nachfrage bei unseren Kunden da sind. Und für uns sind die Kunden genau das, was die Wähler für die Politik sind. Wenn die Kunden entsprechend etwas wünschen und eine gewisse Nachfrage da ist, dann sehen wir es als Energieversorgungsunternehmen in unserer Pflicht, darauf zu reagieren. Unser Geschäftszweig ist es nicht nur Strom, Gas oder Wärme zu verkaufen, sondern auch rund um das Thema Energie für den Kunden alles zu bieten, was der Kunde wünscht. Die historische Art, Architektur zu machen, war, dass man versucht hat, einen möglichst stimmigen Plan und vor allem Fassaden sich auszudenken als Architekt. Und es gab nicht wahnsinnig viel Materialien vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Heutzutage ist Planen ein Prozess, wo viele Beteiligte dabei sind. Wir lieben es eigentlich, Hand in Hand zu arbeiten und schon vorher nachzudenken. Die Wiener Bauordnung bringt natürlich eine Fülle an neuen Dingen mit sich, Verordnungen, Möglichkeiten, und ich glaube nicht, dass jemand Angst haben muss, dass alle Dächer mit Solarpanelen, egal ob thermisch oder Photovoltaik, zugepflastert werden. Wird auch immer mehr notwendig sein, gerade hier, wo die Freiflächen immer weniger werden, dass man auch die Dachnutzung mit berücksichtigt. Wie muss das Gebäude ausgerichtet sein? Genau, die Ausrichtung des Gebäudes, das kann man sich aus dem Internet runterladen, welche Flächen geeignet sind oder besser oder schlechter geeignet sind, wie auch immer. Die Entwicklung der Photovoltaik in den letzten Jahren war eindeutig enorm. Die offiziellen Prognosen waren, dass wir 0,1% haben bis 2020. Wir haben jetzt 1,2 bis 1,5, je nach Berechnungsweise, bereits im Jahr 2013 erreicht. Die wirkliche Berechnung ist, dass ich sage, ich habe eine Garantie auf 25 Jahre und ich kann den Strom in diesem Zeitraum um 8,5 Cent herstellen. Aus der Steckdose zahle ich 20 Cent. In Summe werden, wenn ein Projekt eingereicht wird, um die 60 Kriterien durchleuchtet, müssen dokumentiert werden, ist natürlich für den Bauherrn, vor allem wenn er es das erste Mal macht, ein wirklich großer organisatorischer Aufwand. Und mit jedem Bauherrn, mit dem man spricht, nach der ersten Zertifizierung, der sagt dann ganz gerne mal, na, machen wir nie mehr wieder so viel Aufwand, so viel Arbeit. Wenn die das dann ein, zwei, dreimal gemacht haben, dann merkt man schon, dass die Bauherren überzeugt sind von dem System, weil man einfach auch eine lückenlose Dokumentation hat. Wenn man innovativ und erfolgreich sein möchte, dann muss man wahrscheinlich die Anzahl der Fehlerquoten verdoppeln. Dieses System, wo man eigentlich keine Fehler machen darf, speziell in der öffentlichen Hand, aber auf der anderen Seite Fehler machen muss, um innovativ weiterzukommen, das ist ein Spagat, das uns als Unternehmen wahrscheinlich noch sehr stark beschäftigen wird. Ich stelle die These in den Raum, dass wir beim Bauen sowieso die absoluten Musterknaben oder Musterschüler sind, was alles angeht. Nicht nur Energie, sondern zum Beispiel Sicherheit. Das heißt, man muss sich bewusst sein, und da gibt es nur ein Mittel. Das ist ganz einfach. Steuerlich die Arbeit entlasten und die Energie belasten. Es hilft nichts. Wir müssen Energie teurer machen. Politisch gewinnt man damit Krawall, wenn man sagt, die Heizkosten werden nächstes Jahr höher, die Energiekosten werden höher, aber es ist der einzig richtige Weg. Weil dann brauche ich keine Solarverpflichtung, dann kommen die Solarzellen von selbst. Dann sprießen die wie die Schwammerl.